Hallo zu einer neuen Folge von Handykurse.at. Wo gebe ich meine Google-Zugangsdaten ein? Wir schauen uns an, wie man sich bei einem bestehenden Google-Konto anmeldet. In der letzten Lektion haben wir bereits ein neues Konto angelegt. Diesmal melden wir uns aber mit einem bestehenden Konto an. Wie mache ich das? Ich gehe wieder in die Einstellungen-App, das Zahnrad. Und hier im Einstellungen-Menü gehen wir wieder in den Punkt Konten und Sicherung. Hier wieder in den Punkt Konten. Und wie wir es schon zuletzt gemacht haben, wir fügen ein Konto hinzu. Wir wählen wieder Google aus, damit wollen wir uns ja verbinden. Und damit wir uns mit unserem bestehenden Google-Konto anmelden, brauchen wir zwei Dinge. Ich zeige es euch nochmal. Wir brauchen die E-Mail-Adresse, die bereits bei irgendeiner Installation festgelegt wurde. Die schaut immer so aus, dass vorne ein Teil ist, den man sich ausgesucht hat. Dann kommt das Add-Zeichen, das bedeutet, dass es eine E-Mail ist. Und hinten habe ich immer gmail.com, das bedeutet die Google-Mail. Dann brauche ich auch noch mein Passwort dazu. Diese beiden Dinge sollte man sich unbedingt gut merken bzw. irgendwo notieren, wo es keiner finden kann. Diese Daten brauche ich jetzt und die gebe ich hier auch ein, E-Mail oder Telefonnummer. Wir haben zuletzt festgelegt, Martin, Handkurs, so, da habe ich mich verschrieben, Handkurs, so, das @gmail.com brauche ich nicht eingeben, das weiß Google von selber. Ich gebe meinen ersten Teil der E-Mail-Adresse ein. Martin Kurs Hand. So, das @gmail.com brauche ich nicht eingeben. Ich drücke auf Weiter und dann gebe ich mein Passwort ein. Damit ich das Passwort sehe, kann ich hier auf das Auge drücken, damit nicht nur die Kugeln dargestellt werden. Dann gebe ich mein Passwort ein, das ich zuletzt festgelegt habe. HK mit einem groß geschriebenen H 2018 MK und ein Rufzeichen. Ich wiederhole es nochmal. Passwörter sind am besten zumindest 8 Zeichen lang und beinhalten eine Mischung aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Ich drücke auf Weiter und dann einfach der Anmeldung folgen. Ich stimme zu. Die Daten werden überprüft. Will ich alles in Google Drive sichern? Im Online-Cloud-Speicher? Ja, das akzeptiere ich. Und dann bin ich schon fertig. Meine Adresse auf diesem Handy lautet jetzt martin-kurshand@gmail.com. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.